So, Freunde, und natürlich ganz schnell auch noch das zweite Halbfinale bequatscht. Ja, das Finale am 3.6.23 im Berliner Olympiastadion steht. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heißt dieses Spiel. Also der Pokalsieger des vergangenen Jahres gegen den Pokalsieger von 2018? Irgendwie so? Könnte das hinkommen? Ja. Und ja, also es ist eigentlich das erwartbare Spiel. Also das, was ich erwartet hätte. Aber man muss wirklich sagen, der VfB hat da gut mitgehalten und ging ja sogar teilweise auch in Führung. Und gerade die zweite Halbzeit von Frankfurt war dann extrem stark und man muss wieder mal feststellen, Eintracht Frankfurt ist einfach eine Pokalmannschaft. Denn wenn man sich mal anguckt, welche Leistungen sie in der Liga abrufen, wo sie da stehen und was sie dann in der Champions League gespielt haben oder im DFB-Pokal oder auch von mir aus letztes Jahr in der Europa League, dann ist das schon einfach bockstark. Und man muss auch dazu sagen, dieser DFB-Pokal würde die komplette Saison von Eintracht Frankfurt retten, denn mit Europa wird es wohl über den Ligaweg nichts mehr und über den DFB-Pokalsieg könnte man sich doch noch für Europa qualifizieren. Und wahrscheinlich nimmt man deswegen den Pokal halt so ernst. Ich meine, ich kann mir diese zwei verschiedenen Gesichter auch nicht erklären, aber scheint ja zu funktionieren. Und deswegen steht Eintracht Frankfurt auch verdient im Pokalfinale 23. Jetzt werden viele sicherlich sagen, es gab ein paar strittige Szenen, wie zum Beispiel die Elfmeterszene kurz vor Schluss zugunsten des VfB. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich selber würde mir da jetzt auch kein Urteil erlauben wollen, ob klarer Elfmeter oder nicht. Ich glaube, man sieht es gar nicht genau, ob Guirassy da jetzt noch am Ball war oder nicht. Klar war die Hand des Frankfurters zu weit draußen, aber ob es jetzt ein klares Handspiel war, ob er da jetzt dran war oder nicht, ich glaube, man sieht es wirklich nicht genau. Ich finde es okay, dass der Schiedsrichter sagt, ist kein Elfmeter. Man darf sich aber auch nicht beschweren, wenn man ihn kriegt. Also das ist für mich eine 50-50-Sache. Der andere Elfmeter für Frankfurt, der war dann klar. Der hat dann am Ende auch den Deckel drauf gemacht, nachdem Frankfurt extrem stark aus der Pause rauskam und dann innerhalb von 10 Minuten das Spiel einmal gedreht hat. Da kam Stuttgart nämlich gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte, hatte gar keine Schnitte mehr und deswegen, ja, dreht Frankfurt dann einmal kurz auf, auch halt mit Hilfe von Randall Kolo Muani. Und jetzt sind die Hessen verdient, wie ich schon sagte, im Finale des DFB-Pokals, treten dort eben gegen RB Leipzig an. Für RB Leipzig geht es noch um die Champions League, für Eintracht Frankfurt generell noch ums europäische Geschäft. Das heißt, der Druck liegt meiner Meinung nach wirklich bei Eintracht Frankfurt, die halt eben, wie gesagt, mit diesem Spiel ihre komplette Saison retten können. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was heute in genau 31 Tagen, weil heute ist der 3.5., passieren wird. Ja, was sagt ihr denn zum Finale? Und seid bitte lieb zueinander. Ich will hier keine Hasskommentare hören. Aber ja, ich glaube, das könnte ein sehr rassiges und sehr schönes Duell auch werden. Eigentlich sind das ja auch zwei Mannschaften für mich auch auf Augenhöhe. Und in Abwesenheit von Bayern und Dortmund haben jetzt eben andere die Chance, den Pokal zu gewinnen. Hat doch auch was. Das als Statement meinerseits zu diesem Pokalspiel. Wir hören uns dann am Samstag wieder nach dem so, so wichtigen Spiel gegen den VfB Stuttgart. Aber
Wie häufig haben wir das schon gesagt, dass dieses Spiel so wichtig ist, und Hertha hat es dann doch wieder verkackt. Fakt ist, verkacken wir das, sind wir faktisch gesehen eigentlich schon abgestiegen. Und wer weiß, wie der VfB Stuttgart jetzt nach Berlin fährt und diesmal ja wirklich nach Berlin fährt, allerdings nicht am 3.6., sondern eben am 7.5., wenn sie jetzt dieses Pokalspiel verloren haben. Und wie werden sie auftreten? Werden sie uns eher machen lassen oder werden sie erstmal einen Sturmlauf zünden und wir müssen hinten drin stehen und das irgendwie verteidigen? Ich bin gespannt. Bin an der Stelle erstmal raus. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Habt euch lieb, hau he und tschüsselü.